ich bin der Schmidt Andreas, ich bin 26 und ich bin seit Mai in der Energieberatung der Salzburg AG. Ja, zu meinen Aufgaben gehört einerseits das Voranbringen der Digitalisierung der Energieberatung. Da zählt einerseits dazu, dass ich Energiespartipps aufbereite, die dann über die Homepage, über Newsletter publiziert werden, ebenso über Amazon Alexa, als auch über Google Assistant. Und zur anderen Seite gehört dazu, dass ich Vorortberatungen mache. Da bin ich jetzt gerade nur in der Ausbildung. Im Zuge von meinem Studium habe ich die A-Scheinprüfung bereits absolviert. Und in den nächsten paar Wochen mache ich ja die F-Scheinprüfung und kann dann selber bei Vorortberatungen mitwirken. Studiert hat Andreas Schmidt an der FH Salzburg am Campus Kuchl im Fachbereich Smart Building, energieeffiziente Gebäudetechnik und nachhaltiges Bauen. Smart Building ist Gebäude nachhaltig bauen. Smart Building ist Gebäude energieeffizient bauen. Da stehen schon mal diese zwei Säulen drin. Und Smart Building ist auch das Gebäude als Gesamtheit zu verstehen. Das Ziel von dem Studiengang ist, jemanden auszubilden, der das ganze Gebäude im Blick hat. Denken Sie sich zum Beispiel momentan die Klimadebatte, wie weit das junge Leute und Interessierte vorantreibt. Das ist ein Thema, das jeder gerne wissen möchte. Jeder hat einen Sinn momentan für dieses Thema und da ist der Studiengang am Puls der Zeit. Die Lehrveranstaltung im Bereich Energieberatung gibt es schon seit dem Beginn des Studiums, nämlich seit dem Jahr 2013. Und es gibt eben im Curriculum viele Lehrveranstaltungen, die sich mit dem Bereich Energie und Energieberatung auseinandersetzen. Da werden auch die Grundlagen für den Energieberater geschaffen und im fünften Semester gibt es dann eine extra Lehrveranstaltung, wo dann die Energieberater dann und Energieberaterinnen noch ausgebildet werden. Und da gibt es dann auch Testenergieberatungen, wo wir zum Praxisbeispiel fahren und wo dann die Studierenden das erlernte Wissen in der Praxis ausprobieren können. Die Lehrinhalte reichen von den unterschiedlichen Heizungsvarianten über den Heizungstausch bis hin zu Dämmmaßnahmen und den Fenstertausch. Ja, ich würde es jedem empfehlen, der entweder generell für Gebäude interessiert, der was einfach einen ganzheitlichen Blick auf das Gebäude, nicht nur die architektonische Richtung oder nur die heizungstechnische oder die gebäudetechnische Richtung, sondern das Studium kombiniert einfach das alles und macht einen ganzheitlichen oder gibt einen ganzheitlichen Überblick über das ganze Gebäude. Und das finde ich sehr interessant und deswegen habe ich mich für das Studium entschieden. Das Coole an meinem Job ist, die Kunden zu helfen, deren bewohnte Umgebung zu optimieren, der Kontakt zu den Kunden selbst und die Abwechslung zwischen Büroarbeit, Homeoffice auch und die Vorortberatungen beim Kunden und dass man selber einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Wenn Sie sich für einen Job bei der Energieberatung der Salzburg AG interessieren, melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.